In diesem wirklich kurzen Projekt konnten wir natürlich nur ein paar Spotlights in die ganze Landschaft werfen an der Stelle und beleuchten. Ich würde sagen, es gibt zwei große Linien, auf denen wir das denken können. Das eine ist natürlich, dass es jetzt darum geht, die Systeme weiterzuentwickeln. Wir wollen die Messrate erhöhen, wir wollen den Frequenzbereich erhöhen. Das wären Aktivitäten, die direkt im Anschluss an das Projekt fortgeführt werden könnten. Es sind viele Themen anwendungsspezifisch. Und hier kann man dann konkretere Fragestellungen adressieren und die Signalverarbeitung oder aber auch die Hardware speziell für die Problemstellungen anpassen. Aktuell befinden wir uns in der Studienphase für die 6. Generation der Mobilfunknetze, die voraussichtlich noch 3 bis 5 Jahre andauern wird. Danach geht es über in eine Standardisierungs- und Implementierungsphase, in der dann nur die vielversprechendsten Technologien und Anwendungen umgesetzt werden. Abseits davon hatte das Projekt auch die Möglichkeit geboten, in anderen Entwicklungszweigen weitere Technologien zum Einsatz zu bringen, weiterzuentwickeln. Diese sind äußerst attraktiv, auch eben dann in Zukunft Einzug zu halten in die industrielle Messtechnik. Der Terahertz-Bereich ist ja als auch Lücke zwischen Elektronik und Photonik. Lücke in dem Sinne, dass dort keine geeigneten Komponenten zur Verfügung stehen derzeit. Auch so etwas wie eine der großen Herausforderungen in der Wissenschaft und der Technik. Um unser System wirklich skalierbar zu machen, auch hin zu zweidimensionalen Arrays, ist es in weiteren Forschungsprojekten nötig, Terahertz-Sender und Empfänger grundlegend neu zu entwickeln. Die Weiterentwicklung der Elektronik hat nicht nur Benefits für den Terahertz-Bereich. Ja, im gleichen Maße wird mit der Verfügbarkeit dieser Elektronik es auch möglich, bei anderen Frequenzen effizientere Konzepte zu verwirklichen und dergleichen. Also da tun sich vielfältige neue Möglichkeiten auf, nicht allein beschränkt auf den Terahertz-Bereich. Die Indium-Phosphid-Technologie ist pro Quadratzentimeter sehr teuer. Das heißt, der Transfer von unseren Bauelementen auf andere Plattformen wie Siliziumnitrit ist höchst interessant und könnte Gegenstand von weiteren Forschungsprojekten sein. Einzelne Anwendungen können schon in 3 bis 5 Jahren auf dem Markt auftauchen. Allerdings ist mit dem flächendeckenden Einsatz von Terahertz-Technologien für die Kommunikation erst zum Ende des Jahrzehnts zu rechnen. Wir sind schon dabei, mit der Firma Topdeca Photonics diesen Entwicklungsdemonstrator in einen Messedemonstrator zu entwickeln. Vielleicht ein paar Beispiele, wo ich persönlich denke, das ist wirklich ganz wichtig für die nächste Zukunft. Das ist zum einen sicher die energieeffiziente Übertragung hoher Datenraten in diesem Frequenzbereich. Also einmal die Datenübertragung zu realisieren und dies auch zu tun, wirklich mit einer angemessenen Energieeffizienz. Das ist eine der ganz großen Herausforderungen, die auch, wenn wir an die Weiterentwicklung des Mobilfunks, ja, der drahtlosen Kommunikation denken, die entscheidend ist. Das andere ist wirklich diese Welt der Sensorik, dass ich Materialanalyse realisieren kann auf einem Level, wo ich eben kein Röntgengerät brauche, sondern ich habe handhabbare Installationen, ja, die in der Fertigung auch vor Ort einfach eingesetzt werden können. Und das, denke ich, kann enorme Fortschritte auch für die Produktion ermöglichen. In allen Bereichen, das geht ja von der Fertigung von Rotorblättern für Windräder bis zu Flugzeugteilen. Ein sehr spannendes Thema ist es, diese beiden Bereiche zusammenzubringen zum Thema Joint Communication and Sensing. Dort soll die gleiche Infrastruktur für Kommunikationsaufgaben und für Sensorikaufgaben genutzt werden, um wieder die Netze energieeffizienter zu machen, aber auch flexibler. Die Kooperation der Institute war auch vorher schon gut, sonst hätte man nicht ein so kurzes Projekt, sage ich mal, dann wirklich erfolgreich durchführen können. Aber es ist natürlich so, dass das gemeinsame Arbeiten an diesem Thema auch die Blickwinkel der einzelnen Institute erweitert, aber gleichzeitig auch aligned, sodass also man jetzt
besser weiß, was machen die anderen, und dass sich da auch Arbeitsgruppen, übergreifende Arbeitsgruppen gebildet haben, die in Zukunft sicher auch weiter bestehen werden. Und insofern haben diese Synergien dann auch dazu geführt, dass an der Stelle gerade auch die Institute in der FMD stärker zusammenwachsen.